Hallo und herzlich willkommen zurück bei Miscreated, hier bei strahlendem Sonnenschein, mitten in einer Stadt, die wo ich nicht kenne. Mit dabei sind oben ohne unser Nero. Ja! Hi, gell? Dann haben wir hier noch wen? Ah, das müsste der Onkel sein. Richtig. Police. Der Dynamo ist hier auch noch irgendwo verschollen. Der müsste auch noch da sein. Irgendwo. Na, da ist er. Irgendwo. Ja. Hallo. Und Rivano hat uns verlassen. Ja! Das habe ich euch ja schon angedroht. Dass, ja, gut. Opfer muss es geben. Ja. Das ist auch so passieren kann bei dem Projekt. Ja. Man hatte noch Privatleben, ne? Man hatte gewisse Auas und die muss man respektieren. Privatleben. Und Bauers? Ja, ja. Bauers oder Auas? Auf jeden Fall. Ja. Wollte ich jetzt sagen. Ja. Was zu essen können. Ja, und Noxy wird wahrscheinlich nicht mehr kommen. Heute nicht mehr, nee. Aber wie, ja, genau. Und zwar, wenn, ja. Und so. Diesmal kann man bei dem Projekt auf jeden Fall schon mal versprechen, dass hier wir nicht reinkommen werden in dieses Projekt und es werden Haufen Gebäude gebaut. Nein, wir spielen das Spiel jetzt wirklich nur zur Aufnahme und das ist ja schon mal cool, ne? Für euch, liebe Zusauers. Nur für euch. Genau, die kommen zweimal die Woche, das heißt, die Videos. Genau, das heißt, ihr kriegt alles mit. Also es ist nicht wieder wie Ark, wo man auf einmal reinkommt und dann eigentlich partsweise nur zeigt, was gebaut wurde. Sondern wir machen tatsächlich alles zusammen. Ja, das... Außer in dem Fall jetzt natürlich nicht. Tja. Weil der kennt einfach zu viele Leute. zu viel Privatleben, ne? Ja, echt. Der hat noch Real Life. Schlimm. Oh, man wird schlecht. Real So, Kinder. Ja, hat auch jeder von wird dir schlecht oder hast du Verstopfung? Das war jetzt gerade nicht so ganz ersichtlich, hörbar? Ja. Gut, Frage ist jetzt, wo wollen wir eigentlich erstmal unsere Base bauen? Dass wir zumindest schon mal in die Richtung gehen. Hm? Ich würde sogar sagen, dass wir das hier so in der Nähe irgendwo machen, weil hier haben wir einen Kaff, wo wir immer mal looten gehen können. Findest du? Irgendwo hier im Wald, na klar, wo wir nicht so weit laufen müssen zu dem Kaff hier. Ich würde nicht direkt in dem Kaff oder an dem Kaff, sondern... Direkt auf der Hauptstraße. Wo seid ihr denn jetzt eigentlich? Jetzt auf die Gefahr hin, dass... aber wir hatten das im letzten Part noch mit drin, die zwei Bases, naja, die wir gesehen haben. Und dann gleich hier in der Nähe wollt ihr euch niederlassen. Na gut, Wer ist denn das hier vorne? Wer rennt denn da gerade die Straße lang? Ich. Okay. Ja, irgendwie... ja. Schwierig. Auf die Gefahr hin, dass die jetzt endlich spinne. Wie ging das Lied weiter, verdammt? Ich hab keine Ahnung. Aber irgendwie ist ja alles tote Hose. Oh mein Gott. Ich habe eine Plepsi gefunden. Eine was? Eine Plepsi. Also keine Pepsi, eine Plepsi. Eine Plepsi. Wow, er hat eine Plepsi gefunden. Ja, und Dings hat ein Sackers-T-Shirt an. Also Sneakers-Sackers. Marklücke. Eine Marklücke? Hm? Na, dann nimm doch einfach eine Mark und mach die Lücke zu. Ja. Also ich habe jetzt echt sehr viel zu essen so gefunden in den letzten... Echt? Ja. Also. Ich könnte mal wieder Munition finden. Hier ist alles voll Essen drin. Das wäre auch schön. Ne. So. Ja, na, wir sind ja ein Team. Also wenn jemand von euch Hunger hat und so, dann kann ich gerne was rausschmeißen. Ja. Ein Team. Gemeinsam. Durch dick und dünn. Er läuft zuvor, er schlagt ihn tot. Wer ist das? Hallo. Das bin okay. Ich. Den haben wir. Du. Was hast du zu essen? Nee. Hab ich genug.
Dynamo, brauchst du was? Sag uns was. Warte hier schon in dem Haus, in dem Orangen? Stimmt, ich habe ohne Blepsi. Ach, guck mal, was ich hab. Ja, mein Begleit ist cool, oder? Guck mal. Ein Medizinbottle hab ich gefunden. Ich hab echt? Antiradioaktivitätspillen. Oh, ich glaube, die könnten interessant werden. Ich hab Whisky. Das ist ein Cowboy-Hut. Cowboy? Cowboy. Aber warte mal, so ein Cowboy-Hut könnte vielleicht sogar cool aussehen, warte mal. Mit meinen Polizeiklamotten, warte. Weißt du, wie du jetzt aussiehst? Walking Dead. Echt? Der Walking Dead, der Typ da, dieser Vater da, dieser... Rick? Rick, genau. Nur ohne Rucksack. Außerdem habe ich noch ein Worklight und blaue Farbe gefunden. Oh, lass uns blau anmalen, jawohl. Oh, das wird teuer. Wasserrohrbruch in der Waschküche. Oh, hier läuft ein Cola vorbei und oh. Wie also, er doch guckt. Ich guck nicht. Aber hier ist Stacheldrahtzaun auf dem Dach. Was? Ja. Stacheldrahtzaun auf dem Morning. Ein Telefon. Ein Telefon, ruf mich an, Alter. Ruf mich an. Ja, ich denke mal, diese Sucherei am Anfang ist halt relativ öde alles, ne? Aber nö, das macht Spaß. Also mir macht das Spaß. Oh. Meine Güte. Alter Schwede, steht auf einmal so ein Geiserich vor mir. Wie sieht's denn aus? Willst du den Polizeiknüppel? Braucht jemand eine Tasche? Braucht jemand einen Motorradhelm? Braucht jemand einen Rucksack? Mehr als 10 Plätze? Weiß ich nicht. Ein Stowpack. Ein Mini-Bottle. Ich weiß nicht, ich habe ein Messer. Gib mir eine. Doch, die Mini-Bottle, das stimmt. Ich glaube, damit habe ich bestimmt eine bessere Reichweite. Als mit dem Messer, auf jeden Fall hast du ihn schon am Gürtel hängen. Aber man kann mit V auch, ne? V mit Treten und mit T war ein Schlag. Jo, genau. Genau. Und wenn du mit der Schusswaffe ausgerüstet bist, kannst du mit T da auch mitschlagen. Oh mein Gott, ich habe sogar Munition gefunden für meine Waffe. Aber so kannst du vielleicht diese... Oh! Junge! Alter. Das war... Weißt du, wie wenig es hier Munition gibt, du Vogel, und du schießt einfach so sinnlos rum. Oh. Weil es kann. Ich habe zwei Taschen den gefunden. Den kannst du nicht. Na, kommt ein Zombie, sag ich schon. Ein Mutant und dann... Steintum und Basie. Klick, 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 klick. Basie? Basie, jawohl. Oh, ja. Hier ist, was brauchst du denn für Munition? Shotgun. Shotgun. Ich hab hier Gats 12 Gutsch Slug mal 2 gefunden. Ich 12 Gutsch Bugshot? Ich hab 10 Round Gutsch Slug. Ich hab 22er. Ja, ich auch. Genau, die gefunden gerade. Die 12er, die kannst du im Dynamo geben. Das müsste in seine Waffe reinpassen. Wer hat einen 12er? Dynamo hat doch selber vorgelesen, 12er. Den 20er habe ich. Und brauche ich nicht, weil ich da keine Waffe dazu habe. Und ich habe 22er Munition gefunden. 22er? Mhm. Ja, brauche ich nicht. Ich weiß. Puh, wenn ich jetzt mal wüsste, in welchem Haus hier schon war und so. Hm. Wenn ich wüsste, in welchem Haus mal Munition wäre. Hallo. Der freut sich kennenzulernen. Hallo. Vielleicht. Zeig mal, was du für Mund hast. Das.
Ja, dumm, die passt dumm. Auch in die Schrotflinte. Sehr schön. Cool. Ist aber eine andere Art. Ist egal. Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe hier in dem Haus zwei Rucksäcke gefunden. Ja, ich habe aber schon. Oh, wie geil ist das denn? Weiß ich nicht. Was denn? Eine Maske gefunden. Okay. Das hier ist noch recht groß. Hier kann man mal reingucken. Wo? Da? Hier das Nachbarhaus. Achso. Geil. Weißt du nicht schon? Keine Ahnung. Habe eine Doch, da war ich schon. Und das andere hatte ich. Eine Na, ist schwierig, ne? Zu sagen, in was im Haus man schon war, weiß ich noch nicht. Ja. Nero, hier ist ein T-Shirt drin. Aufnehmen, Reg. Ich hab keinen Platz mehr. Gegenüber in dem Haus. Ich komm. Stalali, Stalalum, der Nero. Ist so dumm. Das nicht krumm. Wollte ich gerade nicht singen. Aber hast gedacht. Hier ist eine Cola. Cola. Aber ich wollte es nicht singen. Cola. Was andere. Krillen. Ich habe eine Pickaxe. Krillen. Wir wollen eine Pickaxe gefunden. Jawohl, können wir Steine kloppen. Wir haben einen Steinbruch. Und wieder was zu essen. Oh, und jawohl. Ein Helm. Survival Knife. A Survival Knife. Ja, und wie machen wir das dann eigentlich mit Revano das nächste Mal? Ich glaube, wir müssen dann einfach an die Stelle, bevor wir auslocken, zurückgehen, wo Revano sich ausgelockt hat, weil das wir dann irgendwie wieder zusammenfinden. Wir finden schon zusammen. Ja, wir haben uns in der Aufnahme schon 2-3 Mal gefunden, also das kriegen wir auch noch hin. Gut, wenn du das sagst. Dann sag ich mal, okay. Ne. Also hinten eigentlich auch hoch, ja. So. Aber die Häuser sind halt alle gleich aufgebaut, ne? Das ist, Ja, so ein bisschen, ne? Sie variieren relativ wenig. Aber es könnte doch typisch amerikanisch sein, ich weiß ja nicht. Nennen wir es einfach so. Wow. Da habe ich mich gefreut und habe eine Munition bekommen. Okay, ich habe hier noch ein Backpack, aber leider kann ich den Back. Oh, ich habe alles voll. Was brauche ich hier? Hier steht goldene Farbe. Also Leute, ich habe jetzt 2 Shotguns und eine Kugel. Welche Farbe hat denn die Kugel? Grün, schwarz? Schwarz. Ey, ich habe noch 2 für dich. Hey! Also ich habe hier auf jeden Fall ein Backpack auch noch gefunden in dem Haus hier. Aber es braucht sowieso kein Schwein. Außer Revano, da bräuchte vielleicht ein, ich weiß es gar nicht. Oh, da ist ja nicht da. Oh, ich habe eine kleine, eine kleine Axt. Oh, das ist besser als so ein Knüppel, glaube ich. Axt ist mir gut. Gut, es ist die Frage, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir jetzt hier noch weiter rumbluten oder wollen wir langsam eine Base bauen? Ich würde sagen, dass wir dann langsam mal... Eine Base bauen? Ja. Ja, ich würde sagen, dass wir uns aufteilen, die einen looten, die anderen bauen Base. Ich würde sagen, dass wir uns ein Plätzchen suchen. Genau, das ist vielleicht das beste Plätzchen suchen und dann kann ja eine Gruppe looten gehen und die andere Gruppe baut Base, weil ständig bei Base bauen zugucken ist auch doof. Ja, ganz deine Meinung. Ist der jetzt wieder rum? Das ist doch gar nicht rum, Junge. Nein, habe ich auch gar nicht gesagt. Ja, wie fängst du denn damit an? Weil wir eine Base bauen wollen. Ich habe keinen Bock mehr auf Looten. Ja, aber gehört doch dazu, Mann. Ja, ich habe jetzt gerade aber momentan gar keinen Bock mehr auf Looten. Ich will eine Base bauen. Er will bluten. Er hat keinen Bock auf Looten. Der Kerl möchte bluten. Ja. Entschuldigung. Wo wollen wir uns denn hinpflanzen? Wo wollen Vielleicht wir uns denn erstmal treffen? Auf der Straße. Beide haben den gleichen Gedanken. Wir dürfen uns etwas wünschen. Hui. Und ich habe noch mal einen Gedanke. Ich bin der Kühlschrank. Was? Ja.
Wir treffen uns auf der Straße. Auf der Straße? Scheiß viele Straßen in diesem Kopf. Gibt bestimmt auch viele Straßen, die vollgeschissen sind. Eventuell. Also das Geile hier, ich hab hier so ein... Ich muss da noch schnell rein. Oh, hier ist... Das Kaff wird größer. Also größere Gebäude und so. Ich will ja noch nie weg. Da vorne springt jemand. Ich hier im Auto. Ja. Auto. Auto. Am Auto. Hammer. Hammer. Ja, Scheiße. Das ist ja richtig mal so richtig Hammer. Oh. Okay. Ich bin jetzt durchs Dach. Quatsch, durch den Eingang aufs Dach gekommen. Also ich stand im Haus und konnte die Leiter benutzen und war auf der Leiter, so würde ich sagen. Genau. Das ist Hammer. Das ist richtig fett und das ist Hammer. Ja, hallo, wo seid denn ihr? Hallo! Ja, wie gesagt, ich habe gerade so richtig coole Gebäude gefunden und möchte jetzt gerade... Ich glaube, ich weiß, wo du bist, Onkel. So ein paar Betonbunker. Richtig. Läden. Richtig. Da sind wir auch. Die hab ich auch. Heißt also, ihr wart hier vielleicht schon? Und dann... Nein. Nee, ich bin da gerade. Wir kommen doch gerade hin. Ich glaube, das ist hier so eine Einkaufsgedöns. Eine Partymeile. Nee, Quatsch, wie nennt sich das? Sieht ganz danach aus. Naja, wisst schon, was ich meine. Ja. Da brennt's. Da bin ich kurz gestorben. Ich hab Bier gefunden. Yeah! Ich hab einen Klamottenladen gefunden. Labrie. Ich hab euch noch nicht gefunden. Ich hab einen Baseballschläger gefunden. Wieder mal. Ich hab einen Hut gefunden. Yeah! Ich hab ein T-Shirt gefunden. Ja. Und ich hab eine. Oh, ach, das ist eine. Oh, das ist aber cool. Gucken, wie die ausschauen. Ich hab eine Selfless Vest gefunden. Wie die ausschauen, hab ich gesagt. Ja, natürlich, jetzt ist die Hose weg. Das war so nicht ausgemacht, leider. Warum kann ich denn die Hose nicht ausziehen? Weil da noch was in den Taschen drin ist. Ach ja, das kann natürlich sein. Achso, da musst du jetzt Dings machen, ne? Hose einfach weglegen. Oder wieder die Tankstelle. So, jetzt kann man glaube ich hier, ne? Und hat dann genau. Ich habe einen Bus gefunden. Ich habe euch gefunden. Jedenfalls die Betonblocks. Wie macht man den Bus fahrtauglich? Reifen, Motor, Benzin. Ja, Reifen sind nicht dran. Ja, dann brauchen wir bestimmt Reifen, um das zu machen. So. Benzin, Öl, Batterie, Reifen, ja, alles fehlt. So, ich gehe mal ins Fire Department. Ich hab die Hose an, ich glaube es nicht. Besser aus. Hallo Nero. Hallo. Hier Lebensmittel. Oh. Also an diesem Bus fehlt alles bis auf die Zündkerzen und der Anschnallgurt. Sonst ist alles da. Fehlt alles, meine ich. Oh. Hier ist eine Batterie. Ja, okay, aber so Sachen kann man sich ja zusammenluden, ne? Aber so Batterie wäre das ja schon mal was, oder? Die Batterie habe ich schon mal. Die kommt jetzt erstmal in den Bus hinein. Aber ich habe vorhin so viele Teile gefunden, die habe ich alle wieder weggeschmissen. Scheiße. Also, wer Diesel hat und Öl, ich hab Öl. Einfach an den Bus dran stellen und auf G drücken, dann kommst du bei dem ins Inventar. Ey, 200% Öl. Brauchen wir noch Diesel? Ja, wir brauchen noch Diesel. Ach, und Reifen.
Und Reifen. Ich habe hier noch nie Reifen gesehen. Doch, ich schon, aber... Ich schon, aber die kann ich nicht... Hier, auch noch Haufen Öl habe ich hier. Kann man das Öl noch einfüllen? Ja. Oder? Benzin habe ich. Wo Benzin oder noch? Diesel? Diesel. Was sehr cool. Hier? Diesel. Diesel. Na dann, bin ich mit. Wo steht hier eigentlich? Ein Bus. Bei diesen Läden, da steht so ein Bus, der... zwei Busse stehen da. Mit ein Bus. Zwei Busse. Werden immer mehr. Oh mein Gott. Da steht ein Bus, zwei Busse. Ja, ein Bus und noch ein Bus. Ein Bus. Was habe ich denn jetzt hier? Ein Worklicht. 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 Mhm. Oh, das habe ich schon. Ich habe ein Worklicht in my hands. Und da hinten brennt's. Ich hab da gerade noch, hier seid ihr. Da ist der Bus. Der gelbe Bus hier? Nein, der blaue, grüne. Was? Ach, da. I got the whole world in his hand. Oh, you got. Okay, also das ist unsere Mission. Im nächsten Part Base bauen und Reifen finden. Oh. 15% Diesel Fuel. Oh. Mehr Benzin finden, okay. Tankstelle? Da irgendwo eine Tankstelle. Wie komme ich denn wieder raus aus dem Scheiß? F. Gut. Okay, ich hätte hier... Gut, meine Lieben, der Part ist vorbei. Öl heiße. Oh, jetzt ist Öl schon mal hell. Wheels. Ah, das Ding hat auch ein eigenes Inventory. Das ist gut, da kann ich den Scheiß hier reinladen. Das. Ich habe ja noch Spark Plugs. Ich hoffe, wir können dazu zu mehreren auch drin sitzen, weil das wäre ansonsten ein bisschen doof. Bestimmt. Natürlich geht das bestimmt. Ja, die Sparkplugs sind aber schon drin. Okay, also Öl ist jetzt im hellen Bereich. Sollte auf jeden Fall einer, sollte auf jeden Fall mindestens einer den Bus bewachen. Wenn wir hier rumlaufen. Ja. Dynamo, wo bist du denn eigentlich? In dem Supermarkt. Beim Bus. Warte mal. Okay, ihr Lieben, der Part ist vorbei. Lieber Geiserich. War ja meine Runde. Ja, dann vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Jo. Tschüss.